Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zur zweiten Reiseepisode Deutschlandurlaub. Wir befinden uns heute im Allgäu und zeigen euch so ein bisschen von der Region. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir wieder in den Baumchalets unterwegs. Beim letzten Mal, wir waren im März hier, da lag noch Schnee, da hatten wir richtig Glück mit dem Wetter. Und jetzt haben wir wieder richtig Glück. Alles blüht und die Sonne scheint. Deswegen wünschen wir euch viel Spaß mit der Episode und hoffentlich können wir euch ein bisschen fürs Allgäu begeistern. So Leute, 6 Stunden Autofahrt hinter uns und jetzt sind wir endlich angekommen in den Baumchalets. Es ist richtig geil hier, die Sonne strahlt und alles blüht. Wir machen uns gleich auf eine Wanderung. Stella zieht sich gerade noch einen Kaffee rein, ne? Yes, ja? Nach der Fahrt, ich brauchte irgendwie einen. Boah ey, das war echt ein bisschen anstrengend, aber es hat sich mega gelohnt, denn schaut euch mal die Unterkunft an. Ich meine, wir haben schon mal eine Roomtour gemacht, aber das muss ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Schaut her, wir haben hier unseren Whirlpool mal wieder, der ist schon an. Mit einem schönen Blick auf die Alm. Und ja, letztes Mal waren wir privat dort, da haben wir Stellas Geburtstag gefeiert. Und jetzt hat uns der Aaron tatsächlich angeschrieben und hat gefragt, ob wir nicht ein paar Fotos machen wollen von den Baumchalets, um die denen zur Verfügung zu stellen. Und wir haben natürlich nicht Nein gesagt und sind hier runtergeheizt. Und wir erkunden jetzt auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen die Gegend. Später machen wir noch ein paar Fotos von dem Baumchalet selber. Und die Bilder seht ihr dann auf deren Instagram-Kanal. Aber jetzt geht's erstmal kleine Runde wandern. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living life with the lights out. So Leute, los geht's. Wir sind gewappnet in Wanderausrüstung und wir können loslegen. Wir machen jetzt eine kleine Wanderung zu einer Aussichtsplattform und von dort aus werden wir einen Ausblick auf den Alpsee haben. So wurde uns das zumindest erklärt. Und ja, oh, ist das schön. Direkt vor unserer Unterkunft futtern gerade sogar noch ein paar Kälber. Schaut euch das mal an. Wir haben unsere erste Begegnung mit den Einheimischen. Servus. Oh. Oh. Hast mich angesabbert. Die sind ja richtig süß und vor allem noch voll jung, ne? Ja. Etwa 5 Minuten Fußwanderung entfernt von den Baumchalets haben wir hier diese wunderschöne Hütte gefunden. Und wir haben gerade in Erfahrung gebracht, dass das der Eingang zu einem Schmetterlingspark ist, den wir uns jetzt anschauen werden. Der befindet sich einfach quer auf der Route zum Alpsee-Ausblick. Und ich finde, es ist einfach mega schön, wenn man an diesen wunderschönen Gebäuden vorbeikommt, die einfach extrem idyllisch sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört. Im Hintergrund, da läuten überall die Glocken, denn die Kühe haben so Halsbänder um. Und das erzeugt einfach voll die schöne Atmosphäre. Richtig genial. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for, take my hand.
Leute, das Einzige ist, wenn man so einen dicken Rucksack hat, hier sind überall diese kleinen Barrieren und ich muss mich da immer richtig durchquetschen, weil ich mit meinem Stativ und meiner Kamera auch nochmal durchkomme. Eieiei. Oh. Und Stella hat jetzt schon Hunger. Kochst du uns später was Leckeres? Witzig. Hm? Ja. Was heißt, hast du keine Lust mehr auf Kamera? Doch, aber wir kommen ja hier nicht voran. Weil wir die ganze Zeit Aufnahmen machen, ne? Komm, wir gehen jetzt mal weiter. Zum Alpseeblick. Und stecken erstmal die Kamera ein. Oh. Damit wir gleich was Leckeres kochen können und Stella nicht mega ausrastet. Ja, Leute, also den Fact mit den Blumenwiesen, den können wir absolut bestätigen. Es ist echt sowas von idyllisch und wir haben uns jetzt mal kurz hingesetzt, haben jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde Weg vor uns zum Ausblick und es ist einfach nur schön, ja, oder? Wir müssen dazu sagen, das dauert eigentlich eine halbe Stunde, aber wir bleiben alle 5 Sekunden stehen, weil es einfach unfassbar schön ist. Ja, das Moor war auch gerade richtig toll, ja, weil man wird irgendwie überrascht, man kennt die ganzen Sachen nicht und man kann einfach stundenlang wandern, ja, und irgendwelche tollen Sachen erkunden. Auf der Wanderung habt ihr immer die Möglichkeit, euch an solchen Almhütten einfach mal ein Bierchen zu gönnen oder vielleicht einen kleinen Snack. Das macht das Ganze auf jeden Fall erträglicher und die sind auch echt verdammt gut besucht. Ja. Macht einfach nur Spaß, sich da einfach hinzusetzen und den Ausblick zu genießen. Cool. Leute, wir sind endlich angekommen. Hier ist auch noch eine Liege frei für uns gewesen und wir genießen jetzt den Blick auf den Alpsee. Die Wanderung war echt mega cool und jetzt haben wir aber auch schon ein bisschen Hunger gekriegt. Ja, und wir machen gleich, also ich würde sagen, Patrick macht wieder ein Lagerfeuer. In der Zeit schwimme ich eine Runde durch den Whirlpool und dann grillen wir. Ich dachte, du kaufst was. Ja, war ein Scherz. Wir essen im Whirlpool. Okay, genau, und ich grill schon wieder. Boah, ich freue mich. Ja, ich mache das Gemüse. Okay, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja. Sehr gut. Das ist next Level. Servus. Ich bin so freundlich, weil ich keinen Angriff habe. Das macht Sinn. Ja. Nehmen Sie ruhig alles. Da haben wir aber aus der Flasche getrunken. Ist das egal? Hier. Nehmen Sie ruhig. Ist das schön, ne? Ja. Auch da. Hast du den Paraglider gesehen? Kann man die sehen? Jo. So, und auf dem Rückweg werden wir die Kamera jetzt mal einpacken und wir sehen uns gleich zurück in der Unterkunft, wenn wir mal schön das Lagerfeuer anschmeißen. Bis später. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. So Leute, jetzt wird hier ein bisschen Feuer gemacht.
Wir haben Grillkohle, großes Holz, kleines Holz und Anzünder. Und dann wird gleich schön gegrillt. Ja, einziges Problem, Stella und ich sind absolute Nichtraucher. Das heißt, ich muss jetzt erstmal irgendwie Feuer besorgen. Feuersteine oder was. In der Zeit können wir auch mal ein bisschen schauen, was die Stella uns so zubereitet. Leckeres. Und ich glaube, ich habe irgendwo noch meinen Wein stehen lassen, weil ich das Holz hier runtergebracht habe. Da steht das. Das gute Gläschen. Nehmen wir doch gleich mal mit. Cheers. Hey, da werden Stories gemacht. Schau mal. Morgen. Moin. Wir wollten gucken, was du so Leckeres zauberst. Wer ist denn hier? Ja. Du meinst? Die Leute hier und ich. Ja, okay. Bin sehr gespannt. Also, ich mache eine Gemüsepfanne. Ja. Ich werde ein bisschen improvisieren, weil sonst mögen wir es ja super scharf. Ich hatte noch ein bisschen Chili, ein bisschen Harissa. Ich habe überlegt, ob ich einen Schuss Wein da reinkriege. Das riecht aber gut. Meinst du, das ist mein gut? Wein natürlich. Einen kleinen Schuss. Das ist mein Glas! Ja, das ist Eis. Okay. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus und riecht auch richtig gut. Ja. Wir sind auf der Suche nach ein bisschen Feuer. Kannst du uns mit Feuer aushelfen? Nein! Ich wohne. Beste Frau. Geil. See you later, Alligator. Ja, ich hoffe, ich komme mal gut. Ja, ich hoffe auch. Das wird schon geil sein. Stella ist immer Understatement unterwegs. Sie macht immer richtig geile Sachen, aber sagt immer so, nee, das ist vielleicht gar nicht so gut. Hier, mehr Vertrauen in dich selber. Yes, wir haben Feuer, Leute. Und übrigens sind hier an jedem Baumchalet solche Grillgestelle, die ihr frei benutzen könnt. Ah, guck mal, da ist doch mein Hase. Was geht? Nee. Ach, ich lass mich überraschen. Haben wir denn auch Kartoffeln? Ja. Ja, geil. Dann wird's auf jeden Fall gut. Kannst du mal schauen, ob wir eine Grillzange haben? Ja. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Vorteil. Und wünschen euch auch einen wunderschönen Abend oder Tag oder wann ihr auch immer das Video anschaut. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen Eindruck vom Allgäu vermitteln. Und morgen geht's auch schon weiter. Das heißt, in der nächsten Episode seht ihr uns am Alpsee. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Episode. Haut rein. Ciao, gute Nacht. Ja Leute, echt viele haben nach Rabattcodes gefragt für die Unterkünfte. Wir haben darüber leider noch gar nicht gesprochen mit den Besitzern, aber wir haben etwas vereinbart. Wir haben was genau. Richtig, richtig Gutes. Wir haben eine Verlosung und zwar verlosen wir eine Übernachtung hier in den Baumchalets. Und alles, was ihr machen müsst, ist uns auf YouTube und Instagram zu folgen. Wir werden das nämlich auf beiden Kanälen dann bekannt geben. Genau, also auf jeden Fall in einer der Deutschland-Urlaubs-Episoden werden wir das preisgeben. Und das ist auch schon mal ein guter Deal. Vor allem ist es eine Übernachtung für 4 Personen. Yes.